Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Asterix und Obelix Heroes. Weiter geht's. Wir wollen auf jeden Fall die Kiste und da sind jetzt bitte Asterix-Karten drin. 34 Schaden. Buh, und dann nochmal 11. Aber die 43 kriegen wir weg. Die kriegen wir weg, bis der dran ist. Das müssen wir halt jetzt akzeptieren. Und er verwirrt auch noch unseren Obelix. Ah. 13 an allem. Steinschleudern müssen wir auf jeden Fall wegkriegen. Du darfst dich schon mal schützen. Obelix. Oh, minus 8 HP. Das ist ordentlich. Hallo. Schwere Knochen. Damit ist er fast wieder voll. Motivation. Danke, danke, danke. Wir brauchen es aber tatsächlich auf dem Automatix. Okay, Obelix ist wieder voll. Wir können uns schützen. Wir hätten ihn aber auch töten können. Das war nicht so clever. Gut, das ist wie viel? Dann spielen wir halt keine Karte in dem Zug. Wir bekommen auch keinen. Damage. Oh. 24 Schaden. Nee. 9 HP. Und schützen. Die 34 Schaden jucken uns fast wieder nicht. Knüppeln ihn runter und heilen. Also im Endeffekt haben wir nur 19 Schaden verloren. Deswegen machen wir das so. Was bekommt er? Ja, betäubt. Keine Motivation. Dann können wir uns nochmal schützen. Ich würde gerne eine Runde nochmal durchziehen. Was genau war das nochmal? Stimmt, Rüstung an alle. Der ist immer noch betäubt. Sehr gut. Freudig, genau das wollen wir sehen. Und wir heilen ihn. Die 5 HP. Wow, 20 Motivation ist super. Die 2. Das heißt 34 Schaden. Tut ein bisschen weh. Aber geht fast noch. Schwere Knochen. Okay, damit ist er auf jeden Fall wieder voll gehalten. Nächste Runde. Und wir beenden wir es. Jetzt müssen wir es nicht beenden. Nee. Er darf seine 13 gegen alles machen, juckt mich nicht. Wir brauchen nämlich ihn hier eigentlich. Ach nee, halt, halt, halt. Das tut weh hier nämlich. Ach. Motivation nochmal um 10 hoch. Erste Hilfe. Oh, und wir haben noch eine Rüstung übrig. Die spielen wir auf Obelix. Sehr gut. Nee, nicht gut. Ja, wobei doch, wir können hier jetzt Schaden akzeptieren. Hier die 8 und heilen uns für 15. Wir brauchen Heal. Für unseren Automatix. Sehr gut. Damit ist er voll. Und wir können es beenden. Wieder Motivation. Sehr, sehr nice. Wir können auch Spottenrüstung. Bringt aber nichts gegen AE-Damage, deswegen töten wir ihn jetzt. Alle über 100, das ist gut. Und was ist drin? Obelix. Reicht das für ein Level-Up? Ich hoffe es.
So. Moderation reicht für keinen auf Endstufe. Na ja, gut, ist es eh der letzte Kampf mit den ganzen Druiden hier. Das ist ja witzig. Also die Details, Miraculix, lass sofort die Druiden frei, gute. Hey, du bist doch diese Druide, den der Zaubertrank braut. Wusste ich doch, dass hier einer fehlt. Hast nicht gehört? Ihr lasst sofort die Druiden frei und ihr verzieht euch aus dem Kanutenwald. Hahaha, von einem solchen Zahnstocher wie dir lasse ich mir doch nichts sagen. Lang lebe unser Chef Rhetorik. Okay. Wir gehen hier erst weg, wenn unser großer Häuptling Cholerik mit der Schatzkarte zurückkehrt. Dann werden wir ganz Gallien erobern. Ja, so weit kommt's noch. 3 Meter. Wo ist euer Häuptling hin? Das werde ich dir doch nicht verraten, du Zwerg. Ihr werdet unsere Invasion Galliens garantiert nicht aufhalten. Los, Männer, an die Keulen! Wow. Wir haben 3 Damager. Nein, das ist ein Debuffer. Wir haben Bodycheck, können die 3 ausschalten. Die 2 macht Damage, das können wir nicht verhindern. Die 2 macht schon mal ordentlich Schaden. Wir können ein bisschen was verhindern auf unseren Asterix. Obelix ist eh wieder wurscht. Er macht wieder seinen schweren Knochen-Skill und gut ist. Folge halt, wir heilen. Also wir wollen die 2 tatsächlich ausschalten. Das nächste ist. Er darf sich gerne buffen, darf gerne Schaden machen. Die 4, die ist leider erst hier hinten dran. Die 2 macht, was auch immer sie macht. Das ist gut, wir ziehen Karten. Faustschläge. 60 Schaden runterknüppeln ist schon ordentlich, ey. Rostig, ja. Wir könnten. Wir machen das aber so. 22 Schaden jucken uns so gut wie gar nicht. Motivation runter. 9, 18, 27. Ciao, Kakao. Der Bär sehr gut demoliert. Und unser Obelix bringt Rüstung, dass ihm nichts bringt. Ja, das ist gut. Ziehen keine Karten, Mist. Jo, noch mehr und hier. Negative. Der darf sich gerne buffen. Glückstreffer. Also wir schwächen ihn. Das bringt aber nichts, ne? Ah ja, dank dem hier. 3-mal Rüstung. Bringt gar nichts. Aber wir spielen es trotzdem. Okay, das ist gut, die Ohrfeigen. So, was bringst du wieder? Wieder Rostig. Rostig ist uninteressiert. Uninteressant. Der dürfte sterben. 8 HP. Jo. Kampf gewonnen. Wir bekommen endlich mal Asterix-Karten. Verursacht 6 Schaden, wirf eine Karte ab. Hm. Die 2 sind so wichtig. Asterix und Obelix. Miraculix, geht es euch gut, meine lieben Mitruiden? Was ist hier passiert? Der Druide? Ach, Miraculix, wie schön, dich wohl aufzusehen. Wir haben uns schon gefragt, warum du nicht zum Festessen aufgetaucht bist und wollten gerade mit dem Wettkampf beginnen. Da haben wir uns aus heiterem Himmel diesen wilden Goten überfallen. So ein Jammer. Ich hätte dieses Jahr bestimmt gewonnen. Ich habe ein ausgefuchstes Pulver gefunden, mit dem man sich selbst die hartnäckigsten Grasflecken aus der Druidenrobe bekommt. nochmal zurück zu dem Teil mit dem Gotenüberfall. Ja, ja, bloß nicht hetzen. Also war ich ja richtig. Dieser Rüpel wollte wissen, wo sie den Schatz des Soldates finden. Sie haben die Römer an der Grenze zu Germanien drüben sprechen hören und wollten ihn nun für sich beanspruchen. Schatz existiert also wirklich? Es ist keine Legende? Legende? Ivo, Miraculix. Hast du damals in der Druidenakademie geschlafen, als der alte Archäopteryx vom Schatz des Soldates erzählt hat?
War da zufällig die Stunde, in die du es im Klassenzimmer hast regnen lassen, vor der Tür geschickt wurdest? Hihihi. Hihi, Miraculix scheint in seiner Jugend ein richtiger Rowdy gewesen zu sein. Oh, ein ganz frischer Grünschnabel. Jetzt ist aber gut, ihr zwei. Also weiter, Kollege. Was hat es genau mit dem Schatz auf sich? Niemand weiß, wo er versteckt ist. Es gibt zwar eine Schatzkarte, allerdings wurde sie vor langer Zeit in 4 Teile zerbrochen. Wir haben uns erst geweigert, den Goten zu erzählen, wo sie das Kartenstück finden können, aber dann haben sie uns gedroht, die Bärte abzuschneiden. Tatsächlich ist ein Kartenstück hier im Kanutenwald versteckt, der finsteren Tiefen des Waldes. Und beim Tortatis, da fällt mir ein, dass sie den armen Parabolix mitgenommen haben. Was, wieso? Das fällt dir jetzt ein? Es braucht einen Druiden, um den Weg zu finden. Da hat sich der Häuptling Parabolix geschnappt und ist losgezogen. Da müssen wir sofort hinterher. Wer von euch begleitet uns, damit wir uns nicht verirren? Also ich würde ja, aber hoch, zu spät schon. Ich frage hier den alten Archäopteryx, sein Haus liegt doch mitten auf dem Weg. Mutig, Druide, und seid ihr. Komm, Miraculix, wir dürfen keine Zeit verlieren. Genau. Und dann gehen wir in den großen Wasserfall in der nächsten Folge. Ich sage schon mal guten Tag und bis zur nächsten Folge.